losgehen. Nur noch wenige Minuten, dann beginnt dieses mit Spannung erwartete Spiel. Bleiben Sie dran. Wir freuen uns auf dieses Spiel. Bleiben Sie unbedingt dran. Willkommen hier im Juventus Stadium, liebe Fußballfans. Ich möchte Sie recht herzlich zu diesem Spiel am heutigen Abend begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Juventus gegen RB Salzburg. Für mich sind die Gastgeber ganz klarer Favorit. Weiterkommt eigentlich Formsache. Aber wir sollten uns ein bisschen üben, wie schon alles als abgemacht haben. Es gab schon etliche Favoriten, die dann am Ende doch noch mit langen Gesichtern da standen. Also eine Favoritenrolle kann ja auch eine Belastung sein. Das ist die Aufstellung von Juventus. Der Torwart ist Alphonse Areola. Daniel spielt Mats Hummels in der Abwehr. Berardi steht zusammen mit Steven El-Sharabi aus. Und vorne drin sehen wir bei Ihnen heute zwei Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei Ihnen das Zusammenspiel funktioniert. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Kurze Ecke und dann hat er am Ende keine große Mühe mehr, hält nur noch den Schädel hin. So, wir sind gespannt, wie Juventus auf diesen Rückstand reagiert. Ball holt er, gut verteidigt. Jetzt hätten sie Platz auf Haus. Jetzt ist er durch. Tor, Ausgleich für Juventus. Schauen wir uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann macht er Start. Unwiderstehlich, Abwehr chancenlos, obwohl sie dicht dran sind, Spitze gemacht. Und damit alles auf Anfang, es steht 1:1. Vielleicht zum
Berardi. Alexis. Da kommt der Schuss. Super geblockt. Pause hier im Juventus Stadium. Der erste Durchgang ist in diesem Augenblick beendet. Er kann heute leider nicht die gewohnte Leistung abrufen. Es wirkt fast so, als würde er sich heute eine Auszeit nehmen. Ein ganz schwaches Spiel. Kann er jetzt erstmal klären. Schönes Dribbling hier. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Stark gearbeitet. Gelegenheit jetzt für einen Konter.
20 Minuten zu spielen. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Der Ball erstmal abgefangen. Die Juventus-Fans sind da. Die Mannschaft braucht das späte Tor jetzt. Immer noch unentschieden. Da geht er vorbei. Vielleicht die Führung jetzt. Gehalten. Und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Juventus wechselt. Ecke kommt in die Mitte. Erstmal geklärt. Sancho. Domenico Berardi. Fernandes. Douglas Luiz. Der Keeper hält und rettet damit zumindest das Revier. Spiel ist gleich aus. Viele Chancen wird es hier nicht mehr geben. Das war wichtig. Regulär sind es noch 7 Minuten. Da sind Mitspieler frei. Juventus kommt, viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr für den späten Führungstreffer. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Ball draußen, da haben sie ihn gut gestört. Durchsetzen. Und jetzt der Schuss. Ecke in die Mitte. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Ja. 90 Minuten sind vorbei, es steht unentschieden.